Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man bei diesem Gerät ein Hard Reset oder auch nur einen einfachen Reset ausführt. Dazu öffnen wir erst einmal den Akkudeckel und sehen hier hinten neben dem MicroSD-Slot einen kleinen roten Punkt. Mit diesem können wir einen Reset auslösen, egal ob das Handy jetzt eingeschaltet ist oder aus. Wenn ich diesen Knopf drücke, ist das mit einer Büroklammer zum Beispiel, ist das wie ein Neustart am PC. Das Handy startet jetzt neu. Ich kann diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. Also das Handy wird jedes Mal neu starten. Dabei gehen auf der Speicherkarte und auch im internen Speicher keine Daten verloren. Wie gesagt, das ist wie ein Reset am PC auch. So, während das Handy jetzt startet, nehmen wir einfach mal den Akku raus. Wenn ich jetzt, hier sind die Laut- und Leise-Tasten, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Leise-Taste festhalte, also ich drücke die und halte die richtig fest und halte jetzt auch zusätzlich noch die Power-Taste fest, dann gelange ich in den Bootloader. Diesen benötige ich zum Beispiel, wenn ich ein anderes ROM flashen möchte. Wenn das jetzt über den normalen Weg mit Gerätecenter oder ActiveSync nicht funktioniert, dann kann ich es immer noch hier über den Bootloader versuchen. Und solange wie dieser Bootloader funktioniert, kann man auch eigentlich sagen, ist das Handy immer zu retten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Goldcard habe, so wie ich, muss ich mal eben rausholen. Ich habe auf der Goldcard einen ROM drauf, das Original HTC-ROM. Und wenn ich jetzt das Handy in den Bootloader versetze, wohlgemerkt muss dabei immer das Gerät vorher aus sein, scannt das Handy die Karte, findet das ROM und ich könnte jetzt dieses ROM flashen. Den Flash-Vorgang starte ich, indem ich die Power-Taste drücke. Und dann steht hier zum Beispiel, wenn ich das Update nicht möchte, drücke ich die Volume-Down-Taste und bin im Bootloader. Um in den Bootloader zu kommen, immer Akku raus, leise Taste und Power. So, dann machen wir jetzt nochmal einen Hard Reset. Ich habe dazu meine normale Speicherkarte drin, weil es spielt überhaupt keine Rolle, welche Speicherkarte drin ist, denn die Daten auf der Speicherkarte werden bei einem Hard Reset überhaupt nicht angerührt. Es wird allein der interne Speicher gelöscht. Dabei wird das Gerät in den Herstellerzustand zurückversetzt. Also alle Bilder, die ihr gemacht habt, die nicht auf der Speicherkarte sind, oder irgendwelche Dokumente, die nicht auf der Speicherkarte sind, sondern im internen Speicher, werden hierbei gelöscht. Dazu kurz den Akku rausnehmen, beide Tasten festhalten, obwohl das eine WIP-Taste ist, halte ich sie beide fest, ich drücke beide und drücke zusätzlich die Power-Taste, bis auf dem Display was erscheint. Jetzt kann ich alle Tasten loslassen. So, wenn ich jetzt die Volume-Up-Taste drücke, wird der Hard Reset ausgeführt. Wenn ich irgendeine andere Taste drücke, dann eben halt nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Taste drücke, wird das Handy einfach neu gestartet und das war's. Wir nehmen den Akku also nochmal kurz raus. Das kann zum Beispiel nötig sein, wenn ich ein Programm installiere, was mir die Einstellungen irgendwie zerschießt und ich überhaupt nichts mehr machen kann. Akku raus, beide Tasten festhalten, also laut und leise, und zusätzlich noch die Power-Taste drücken, bis auf dem Bildschirm etwas erscheint. Und dann die Volume-Up-Taste etwas kräftiger drücken. Jetzt wird der Hard Reset ausgeführt. Und das war's. Noch einmal die Volume-Up-Taste und das Handy wird neu gestartet und ist jetzt im Herstellerzustand. Das heißt also, alle Daten im internen Speicher sind gelöscht, aber nicht die auf der Speicherkarte. Jetzt startet das Handy einfach neu und ich kann mit meinen Grundkonfigurationen beginnen.